Hallo, zur nächsten Folge von Wadin 8. In dieser Folge von Wadin 8 wollen wir einen Calculator schreiben und etwas mehr über Layouts lernen. Dazu werden wir als erstes einen Calculator schreiben und wir werden dann den Calculator ein bisschen variieren, indem wir einmal ein CSS-Layout verwenden und einmal das Formularlayout verwenden. Wir werden dann sehen, wozu diese Layouts da sind, aber sie sind sehr nützlich. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden als erstes zwei Eingabefelder haben, Output bzw. ein Ausgabefeld für das Ergebnis unserer Berechnung des Taschenrechners, dann Input, das Eingabefeld. Und wir werden verschiedene Buttons haben. Plus, Minus, Mal, geteilt, Gleichheitszeichen und ein Lösch-Button. Das heißt, sobald ich darauf drücke, soll alles gelöscht sein. So soll unser Calculator aussehen. Relativ einfach gestrickt, aber wir wollen ja es auch nicht zu kompliziert machen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie designen wir das Ganze, dann haben wir Folgendes. Wir haben ja bestimmte Eingabefelder, also das sind alles Komponenten hier. Das sind alles Komponenten, das ist eine Komponente, das ist eine Komponente, das ist alles eine Komponente. Wir haben zwei Layouts, die wir direkt verwenden können. Einmal ist ein Layout, zum Beispiel ein Vertical Layout. Der zeigt also, diese Komponenten kommen untereinander. Und wir haben ein horizontales Layout. Das ist hier, könnte man dieses Layout sehen. Das sagt aus, diese Komponenten hängen alle auf der gleichen Zeile. Und mit zwei Layouts könnten wir im Prinzip hier unseren Taschenrechner festlegen. Wollen wir jetzt das Programm schreiben? Dazu gucken wir uns das letzte Programm oder das generierte Programm an vom letzten Mal. Da brauchen wir ja viele Sachen nicht mehr. Hier ist die Init-Routine, das Starten des Wadin-Programms, beziehungsweise das, wo jede Session sozusagen als Eintrittspunkt drin ist. Da brauchen wir diesen ganzen Kram nicht. Können wir direkt rausnehmen. Wir wollen komplett eigene Komponente schreiben. Und die Komponente, die sagen wir, heißt Calculator. Wir wollen natürlich die Klasse Calculator hinzufügen. New Class Calculator. Und wir wollen es in einem eigenen Package haben. Und dann haben wir die Calculator-Klasse. Und da gehen wir jetzt hin, okay, was ist jetzt die Hauptkomponente bzw. das, worauf alles basiert? Das ist ja hier, wie man hier schön sieht, das Vertical Layout. Extends Vertical Layout. Das müssen wir noch hinzufügen. Ich mache es mir hier mal ein bisschen einfacher. Ich mache hier jetzt einen Stern, weil viele Komponenten, die wir jetzt reinladen, kommen alle von der UI, vom UI-Package und dann brauchen wir nicht so viel mit dem Import durchzuführen. So, dann wollen wir den Calculator erstmal schreiben, also den Konstruktor vom Calculator. Das heißt, wir wollen erstmal die Textfelder und die Buttons definieren. Input Textfield ist New Text Field Input Text Field Output Text Field gleich New Text Field Output. Wir wollen die Buttons definieren, denn die müssen wir ja auch haben. Ja, diese Buttonzeile plus minus mal geteilt gleich und löschen. Button
plus gleich new button plus. Und minus, minus. Mul für multiplizieren. Div für dividieren. Dann wollen wir das Gleichheitszeichen setzen. Und wir haben noch den CLR. So, jetzt haben wir die Komponenten zwar definiert, aber noch nicht in irgendwelchen Layout hinzugefügt. Einmal wollen wir die Buttons jetzt in den horizontalen Layout reinsetzen. Hier sind ja die Buttons, die haben wir in einem horizontalen Layout, wollten wir die reinsetzen. Also genau das werden wir jetzt auch implementieren. Und die Buttons in diese horizontale Layout hinzufügen. Plus, minus, mal geteilt, Gleichheit und löschen. Und jetzt müssen wir noch Input, Output und die Buttonlines in die eigentliche Komponente, das heißt ins Vertical Layout reinsetzen. Add Components Output Textfield Input Textfield und Buttonline. Jetzt muss dieser Calculator an der Stelle noch importiert werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der, wie die Komponente jetzt aussieht. Das läuft alles innerhalb unserer Anwendung ab und voilà, wir sehen hier unser Ergebnis. Wir haben Output, Input, Plus, Minus mal geteilt, CLR und da könnten wir zwar jetzt irgendwas eintippen, aber es passiert noch nichts. Warum? Weil wir natürlich keinerlei Listener oder Actions hinzugefügt haben. Das heißt, wir haben noch keine Funktionalität. Nur das Look and Feel, das Aussehen. Aber das sieht ja schon soweit erstmal so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Hier ist das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist das Ergebnis. Jetzt wollen wir noch die Funktionalitäten hinzufügen. Dazu eine kleine Anmerkung. Überall dort, wo wir jetzt zugreifen wollen, wir wollen also auf die Input- und Output-Felder zugreifen, das geht so nicht. Da haben wir hier ein kleines Problem. Wir können diese hier rausziehen, hier reinsetzen und dann können wir, wenn wir hier eine Methode haben, auf die Input- und Output-Felder zugreifen. Dann wollen wir jetzt schon mal zwei wichtige Parameter eintragen. Einmal brauchen wir einen Zwischenspeicher, den wir hier als x bezeichnet haben und die Aktion. Und genau diese Werte werden wir jetzt hier einfach kurz eintragen. String Action und wir brauchen noch den Zwischenwert. Ich nenne ihn hier Result. Wenn wir jetzt eine Aktion hinzufügen wollen, wie machen wir das? Die Buttons müssen ja mit sozusagen einem Aktor, einem Listener belegt werden. Dann können wir das folgendermaßen machen. Zum Beispiel Plus und dann können wir hier verschiedene Listener einsetzen. Und der wichtigste Listener hier ist der Click-Listener. Das heißt, der Listener wird aufgerufen, wenn der Button gedrückt wird. Und wir können jetzt hier relativ einfach Java 8 verwenden, indem wir hier einen Lambda-Ausdruck einsetzen, sagen, wenn dieser Click-Listener aufgerufen wird, dann soll der Event, ich steht jetzt für diesen Click-Event, aufgerufen werden und dann soll do Action und dann mit dem
Event selbst aufgerufen werden. Da kreieren wir nochmal schnell die Methode. Die soll im Gegensatz zum Standard einfach nur 0 zurückliefern. Erstmal oder Void. Also hier machen wir was, aber das Ergebnis hiervon ist nicht wichtig. Das machen wir jetzt für alle Grundoperatoren. Plus, Minus, Mol und Div. Und für Z und Clear benutzen wir spezielle Operationen. Z, Add, Clicklisten, ja, E. Und da sagen wir Do Set. Da übergeben wir den Parameter nicht und das Ähnliche machen wir dann mit CL Clear. Clear und dann werden auch nochmal die Methoden generiert. So, bei Clear, das ist das relativ einfachste. Das können wir direkt mal definieren, was da passieren soll. Da soll Folgendes passieren. Das Inputfeld soll leer werden. Das Output-Textfeld soll eine 0 enthalten. Der Result der internen Speicher soll auf 0 gesetzt werden. Und die Action soll auch auf 0 gesetzt werden, weil wir keine Actions haben. Wollen wir uns noch mal ganz kurz den Calculator anschauen, wie er in Wirklichkeit funktioniert. Das ist nämlich nicht 100% trivial. Deswegen gehen wir dann noch mal ganz kurz rein, wie funktioniert eigentlich der Calculator genau. Also gehen wir Schritt für Schritt vor. Also wir geben eine Zahl ein, zum Beispiel eine 100. Wenn wir dann auf eine Plus-Taste drücken, das haben wir dann als Vorbedingung. Wir haben Action ist auf 0 gesetzt und Result ist 0. Wenn wir Plus drücken, Action ist 0. Das bedeutet, der Inputwert soll auf Result gesetzt werden. Das heißt, hier steht 100. Inputfeld wird gelöscht. Der Result soll auf ausgegeben werden auf 100 und das Plus, das wird in Action dann zwischengespeichert. Wenn ich jetzt die nächste Taste drücke, sagen wir mal, wir würden Minus drücken, wir haben aber vorher eine Eingabe gemacht, sagen wir mal, wir hätten hier 50 eingegeben, dann würde er erst die 50 mit der 100 addieren. Hier würde 150 stehen. Er würde diesen Result hier eintragen, hier würde 150 stehen und aus dem Plus würde er den Minuswert zwischenspeichern, Minus und der Inputwert soll gelöscht sein. Nach dem Prinzip soll die ganze Funktionalität ablaufen. Genau das werden wir jetzt erstmal abstrakt implementieren. Also was passiert, wenn ich eine Aktion habe und wie wird die dann durchgeführt? Wir schreiben uns jetzt hier eine Hilfsmethode, um genau diese Aktion jetzt durchzuführen. Perform Action String soll die sozusagen Next Action beinhalten. Als erstes müssen wir den Value vom Inputfeld bestimmen, indem wir diesen Wert parsen und holen uns mit getValue den Wert. Jetzt haben wir den Wert. Jetzt je nachdem, was für eine Voraktion wir hatten, also hier steht ja die Voraktion drin, if action 0, also es gab keine Voraktion, dann soll der Result-Wert gleich dem Value-Wert sein. Als nächstes fragen wir, ob Plus
dem Action-Wert entspricht. Wenn das der Fall ist, dann wird Result mit dem Value addiert. Und das gleiche machen wir mit allen anderen auch. Das heißt, plus minus mal geteilt können wir einfach übertragen. Plus minus minus mal mal geteilt geteilt. So. Jetzt wird der Action von dem Next Action festgelegt. Dann setzen wir hier den das Output-Feld muss jetzt mit dem Result quasi ja belegt werden oder ausgegeben werden, gesetzt werden. Set Value Result. Das Input-Feld wird leer gemacht. Und dann haben wir unsere Hilfsroutine geschrieben. Beim DoSet, was machen wir da im Endeffekt? Wir geben den Perform Action und sagen, okay, ich habe keine nachfolgende Aktion. Das heißt, da ist Perform Action gleich 0. Ansonsten wollen wir uns hier den oder kreieren den die entsprechende Routine DoAction. Und sagen dann hier Perform Action als Parameter brauchen wir entweder plus minus mal geteilt und das ist genau der Caption von den Buttons, also holen wir uns den Button und holen uns den Caption, machen hier noch Voids rein, weil wir keine Parameter übergeben, genauso wie hier Void. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen hübscher hier, ein bisschen ein paar Leerzeilen weg an der Stelle. Hier machen wir auch noch ein paar Leerzeilen weg und jetzt schauen wir uns mal an, was das Programm eigentlich sagt. Wie sieht es jetzt aus? Das heißt, wir starten es neu, geben hier mal 100 ein, sagen plus, okay, er speichert das zwischen, zeigt es an, sagen wir 300, gleich ist 400. Und wir wollen jetzt eine neue Rechnung machen, sagen wir 100 mal 3 durch 5 ist 60. Und wenn wir es löschen wollen, clear, ist alles weg. Also unser kleiner Kalkulator funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Als nächstes wollen wir einige Variationen vom Kalkulator implementieren. Das heißt, wir wollen uns einige Sachen uns anschauen, die vielleicht uns nicht gefallen oder wie wir Optionen haben, diese zu implementieren. Wenn ich jetzt hier diesen Kalkulator mir anschaue und diesen Bildschirmbereich schmaler mache, dann sieht man, dass hier die Eingabe für, also die Buttons rauslaufen. Das heißt, sie sind nicht untereinander und auch nicht mehr verfügbar. Das kann bezweckt sein oder kann man wünschen, aber wenn man das nicht möchte, dann gibt es halt ein interessantes Layout, das heißt CSS Layout und das wollen wir jetzt auch dementsprechend mal einsetzen. Das heißt, wir nehmen unseren Kalkulator, kopieren ihn, CSS Layout. Und was machen wir? Wir nehmen genau dieses Layout, dieses horizontale Layout. Dies werden wir dann zu einem CSS Layout umwandeln und dann sehen, was für ein Ergebnis es bringt. Das heißt, wir müssen hier nur aus dem horizontalen Layout ein CSS Layout machen. So, was wir als nächstes machen müssen, ist den Calculator, Cascade Space Stylesheet Calculator einsetzen, das heißt Calculator CSS.
Und jetzt starten wir dementsprechend das Programm. Finish. Restart Server. Und jetzt sehen wir hier, dass die Buttons eng aneinander liegen. Das liegt daran, dass der Horizontal-Layout hier Margins und so weiter mit berücksichtigt. Bei dem Cassia-Style-Layout ist das alles ein bisschen simpler, aber das kann man auch dann durch bestimmte Style-Sheets ändern. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn jetzt das Fenster sehr, sehr schmal wird. Wir sehen, die Buttons laufen untereinander ganz automatisch, ohne dass wir irgendwas programmieren müssen. Also das ist sehr praktisch, wenn man halt mehr fließende Layouts haben möchte und nicht so statische Layouts. Der nächste Punkt, der interessant wäre, ist, wir haben jetzt Output und Input, also die Textbezeichnungen, die hier oben stehen. Vielleicht wollen wir ein anderes Layout haben, das etwas anders aussieht. Wir wollen es so haben, dass wir hier ein Output haben, hier den Input. Und wir wollen hier Actions haben und dann hier die ganzen Buttons. Mal teilt und so weiter. So soll unser neuer Calculator aussehen. Und dazu kann man ziemlich gut das Form-Layout verwenden. Das Form-Layout, das ist also im Endeffekt ein Layout, was ähnlich wie ein Vertical-Layout ist. Bloß dieses Caption, was hier oben ist, das wandert nach vorne. Das ist die Besonderheit, die das Form-Layout uns bietet. Und genau das werden wir jetzt implementieren und schauen, wie das Ergebnis ist. Wir machen wieder eine Kopie von unserem Calculator. Diesmal Form. Jetzt werden wir nicht den Vertical Layout, sondern den Form Layout verwenden. Als nächstes setzen wir natürlich hier die entsprechende Komponente. Die muss auch noch importiert werden. Und jetzt schauen wir an, ob es schon drin hat. Ja, hier ist es. Das heißt, jetzt haben wir Output, Input. Und was uns auffällt, hier fehlt ja Action. Gucken wir uns an, wir wollen hier aber Action stehen haben. Jede Komponente, also jede Komponente, die vom Wadding kommt, hat auf jeden Fall ein Caption drin. Das heißt, auch das CSS-Layout hat eine Caption. Und wir brauchen nur zu sagen, dass diese Buttonline set caption und das nennen wir dann Action. Warten wir, bis es deployed ist. Jetzt können wir es aktualisieren. Und dann steht hier Output, Input, Action. Und wir haben unser voll funktionsfähiges kleinen Taschenrechner implementiert. Bevor ich Schluss mache mit dieser Lektion, will ich noch einen Aspekt beleuchten, ein Konzept, das heißt Model View Control Konzept. Die Frage ist, wie hat Wadin eigentlich das Model View Control Konzept implementiert oder was ist Model View und Control hier bei Wadin? Wenn wir uns jetzt die Klasse mal genauer anschauen, dann sind folgende Aspekte sozusagen diese View-Komponente. Also eigentlich ist es hier, das hier, diese Komponenten und hier werden die Buttons definiert und dieser Part. Diese Parts sind alles Parts, wo man sagt, das ist das View. Hier wird das View definiert.
Der Control-Bereich, also wie die Kontrolle, die Aktionen durchgeführt werden, das ist quasi dieser Bereich. Zu den Aktionen gehören natürlich auch die Aktionen, die hier unten definiert sind. Also das gehört auch zu dem Control-Bereich, der natürlich auch mit. Also der gesamte Bereich hier unten drunter. Was ist jetzt das Modell? Das Modell ist hier in diesem Fall sehr, sehr klein. Das Modell ist nämlich im Grunde genommen das hier. Action und Result, das ist das Modell. Größer ist das Modell nicht. In einen späteren Folgen zeige ich also, wie man Modelle viel enger an Komponenten bindet. Das heißt, speziell Textfelder werden ganz besonders gebunden auf eine besondere Art und Weise. Aber auch alle anderen Felder, wie zum Beispiel Tabellen, Listen, Komponenten, wie verbinde ich die mit einem bestimmten Modell? Wollen wir kurz nochmal das Video rekapitulieren. Wir haben einen Calculator geschrieben, den wir relativ schnell geschrieben haben. Das heißt, wir konnten sehr schnell vom Look and Feel ein Ergebnis sehen. Die funktionale Programmierung war sogar noch der höchste Aufwand, war das komplexeste von allen gewesen. Wir konnten den Calculator mittels dem CSS-Layout und Form-Layout leicht anpassen, nach unseren Wünschen anpassen, wie wir es gerne haben wollen. Und ich denke, das war ein guter Einblick für Vadin 8, wie man in Vadin 8 implementiert. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind, dass wir uns einmal noch das Grid-Layout anschauen. Das Grid-Layout ist ein Layout, was mehr auf tabellarische Aussehen oder die Komponenten tabellarisch dargestellt werden, ähnlich wie bei Excel. Und wir wollen nochmal in die Möglichkeiten von horizontal und vertical Layout reingehen, indem wir bestimmte Komponenten verbreitern oder sagen, ob die mehr links, mehr rechts angeordnet werden können, sollen, müssen. Also verschiedene Variationen. Das ist gerade, wenn man halt größere Applikationen schreibt, sehr, sehr wichtig. Und das hilft auch dann ungemein, gut und schöne aussehende Applikationen zu schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Rückmeldung freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video.